Wer ich bin, das haben Sie schon gehört und Sie haben auch ProVicubo gehört. Das ist die Kurzform für Projekt Villa Kunterbunt. Und das ist ein Verein aus Ravensburg, der durch die Gelder, die er akquiriert, Kindern auf Nias den Weg zur Bildung ermöglicht. Wie das begann, wie der Weg dorthin war und was dort auf dem Weg alles passiert ist, das möchte ich Ihnen heute Abend vorstellen. In der Präsentation, wie aus einem Surfurlaub ein Kinderheim entstand, die Geschichte der Villa Vanavani. Es begann mit Urlaub. Jede gute Geschichte beginnt mit Urlaub, es war tatsächlich so. Ganz links außen zur Orientierung, wo wir uns befinden, sehen Sie rechts unten Australien. Der rote Punkt ist Nias. Zur linken, nicht mehr im Bild, ist Indien. Das heißt, die Insel, auf die ich Sie jetzt entführe, liegt westlich von Sumatra. 2004 und 2005 war dort ein schweres Erdbeben mit folgendem Tsunami, das große Zerstörung und Unglück über Indonesien brachte, auch hauptsächlich im Norden Sumatras, aber natürlich auch auf Nias. Es hat aber auch ironischerweise dazu geführt, dass sich das Riff auf Nias um mehrere Meter angehoben hat, sodass mittlerweile dort eine perfekte Welle zum Surfen entstand. Deswegen sind vor 8 Jahren Felix Härter und Tini Metzler nach Nias gereist zum Surfen. Im Urlaub haben sie dort dann auf Nias den gebürtigen Niaser Jolly Dutchie kennengelernt. In Indonesien herrscht die präsidentiale Demokratie, aber parallel auch noch, immer noch existent, sind die sogenannten Könige des Dorfes. Er ist einer von jenen. Sie haben natürlich kein Mitspracherecht darüber, wo und wann und warum Krankenhäuser und Straßen gebaut werden, aber es sind trotzdem sehr wichtige Entscheidungsträger in Belangen des Dorfes. Sie lernten ihn also kennen und er hatte einen Traum, er hatte eine Vision. Er wollte auf diesem Grundstück, in diesem Dorf, Hilimainamöle, ein Haus errichten. In diesem sollten Kinder wohnen, von dort aus sollten sie die Schulen besuchen. Schulen auf Nias sind sehr weit gestreut. Dieses Grundstück lag so perfekt, dass man alle 3 Schulformen, Primary, Secondary und Junior High, besuchen konnte. 8 Jahre später sah dieses Grundstück so aus. 3 Häuser sind in der Zwischenzeit entstanden. Das große mit blauem Dach. Rechts daneben sehen Sie ein buntes, die eigentliche Villa Kunterbunt. Und ganz kurz nebendran zum Rechten auch noch unser 2. Lernhaus. Was ist aber in dieser Zwischenzeit passiert? Im Sommer 2011 bis jetzt zum Sommer 2018, als der letzte Besuch war von mir und meiner Freundin. Wir waren letzten Sommer wieder dort. Und vor allem, warum tun wir, was wir tun? Auf Nias, in ganz Indonesien, sind die Schulbesuche sehr teuer. Man muss sich Schuluniformen kaufen, man muss die Schulgebühren pro Semester bezahlen, man muss 3 Schuluniformen besitzen und die Schulbücher besorgen. Auf Nias ist der größte Teil Landwirtschaft und meist nur Subsistenzwirtschaft, sprich von der Hand in den Mund. Und die finanziellen Rücklagen, die sich die Familien dort bilden können, müssen meist genutzt werden, um bei schlechter Ernte Lebensmittel zuzukaufen, Reis, Gemüse, alles, was noch benötigt wird. Und außerdem haben auch viele Kinder auf Nias durch den Tsunami und das Erdbeben 04 und 05 ihre Eltern verloren. Zum Teil ganz, zum Teil nur zum Teil. Außerdem sind auf Nias die Kinder ab dem Alter, ab dem sie laufen und Dinge tragen können, müssen sie ihre Eltern unterstützen, auf Feldern, in der Gartenarbeit, im häuslichen Bereich. Das heißt, sie müssen mit auf die Reisfelder, Reis ernten, trocknen, schlagen, müssen Unkraut jäten. All diese Dinge sind notwendig, damit diese Familien dort überleben können. Das heißt, selbst wenn das Geld als Rücklagen da wäre, ist es aber nicht möglich, die Kinder vorzuschicken auf eine Schule. Dann stellt sich die Frage, wie 5 Studenten, die eigentlich relativ naiv immer noch zum Glück und glückselig durch die Welt hüpfen, das Ganze umgesetzt haben. Weihnachten 2011, nachdem Tini und Felix wieder zurück waren, haben wir einen Weihnachtsbrief verfasst an alle Freunde und Verwandte, eigentlich an alle Personen, die das Pech hatten, dass wir ihre Adresse kannten, mit einem Spendenaufruf. Und den Worten, einem kleinen Zitat, das uns seit 2011 begleitet, immer noch, dass viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, das Gesicht der Welt verändern können. Nun haben Sie bisher mich, Felix und Tini kennengelernt. Hier sind die anderen 2. Von links nach rechts, Michaela Gut, Tini Metzler, Svenja Hübsch, dann in der Mitte Jolly Dutchie, ich nebendran und ganz zu Rechten Felix Härter. Wir sind diese 5, die das gestartet haben 2011. Warum Villa Kunterbunt? Warum ProVicubo? Und warum sehen Sie seit der ersten Folie das Logo Villa Vanavani?
Zwei Fragen, ich werde eine nach der anderen klären. Zum einen, Pro Vicubo ist die Kurzform für Projekt Villa Kunterbunt. So haben wir gestartet, bis die Erbgemeinschaft von Frau Lindgren auf uns zugetreten ist und uns freundlich darum gebeten hat, dass wir uns bitte umbenennen, denn das sei rechtlich geschützt. Auch solche Dinge wusste man Anfang 20 als Student nicht. Warnawani heißt Kunterbunt auf Indonesisch und ist außerdem für Indonesier deutlich einfacher auszusprechen. Die zweite Frage, warum Villa Kunterbunt? In unserer Vorstellung sollte so ein Haus, in dem Kinder leben und die Schule besuchen dürfen, jedes Kind jeglicher Couleur, unabhängig von Religion, von Alter, Geschlecht, Hautfarbe und finanziellen Möglichkeiten, dieselben Chancen bekommen, nämlich die Chance auf Bildung, die Chance selbst über ihr Leben zu bestimmen, Kind sein dürfen, solange sie Kinder sind, medizinisch versorgt zu sein und sich ihre Grundbedürfnisse gesichert wissen. Das war unsere Vision, deswegen Pro Vicubo, deswegen Villa Warnawani. Ich möchte Ihnen jetzt eine Timeline skizzieren, nur kurz. Hier vorne steht ein Timer, der runterläuft, der wird irgendwann rot, deswegen nur kurz. 2011, das wissen Sie schon, im Sommer, Felix und Tini waren auf Nias, haben Jolly Dachi kennengelernt. Sie kamen zurück und haben Michi, Svenny und mir davon erzählt. Wir dachten uns, klar, wir sammeln das Geld, Felix und ich hatten eine Band, wir haben Spendenkonzerte gespielt, wir haben Benefizabende gemacht, wir haben Geld akquiriert, damit Jolly dieses Haus bauen konnte, bis dann unsere Eltern uns von Beginn an auch unterstützt haben, finanziell und natürlich auch moralisch. Und Tinis Papa eine Spendenbescheinigung wollte, da dachten wir, kein Problem, können wir ausstellen. Das Finanzamt meinte, können wir nicht, wir müssen erst ein gemeinnütziger Verein werden. Also haben wir auch diese Hürde umgangen und wurden ein Verein. Im November 2011 in einer Kneipe in Weingarten. Es ging weiter. Baubeginn der Villa Warnawani im Mai 2012. Es war in Technik in der Vorlesung. Ich saß mit Tini drin, ihr Handy klingelte, indonesische Vorwahl. Keine paar Minuten später saßen wir in den Technikräumen an den Computern. Es war eine E-Mail gekommen mit tatsächlich Bildern vom Baubeginn des ersten Hauses. Es baut dort auf einer Insel, die ich noch nie gesehen hatte, ein Mensch, den ich noch nie kennengelernt hatte, ein Haus von Geldern, das wir im letzten halben Jahr zusammengetragen haben. Völliger Wahnsinn. Die erste gemeinsame Reise. Wenige Monate später sind wir alle fünf nach Nias geflogen, um dort eben zu sehen, wie der Fortschritt ist und tatkräftig zu unterstützen. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich jetzt, dass sich studierte Westeuropäer im Hausbau eher nicht so praktisch anstellen. Deswegen haben wir das dann auch dort in Nias dann überlassen, um dieses Haus zu bauen. Wir waren mehr Zierde. Beginn der Patenschaften nach Oktober 2012. Wie schon gesagt, die ersten Gelder wurden durch Galen, durch Konzerte akquiriert. Und zwar schnell klar, wenn denn dort die Kinder wirklich einziehen, was ja unser großer Wunsch war, dann können wir uns nicht darauf verlassen, dass wir so wie zu Studienzeiten viel Zeit haben, um solche Dinge zu machen. Wir mussten dafür sorgen, dass das Geld regelmäßig da ist, damit diese Menschen dort auch bleiben können, wo sie angefangen haben zu leben. Also haben wir mit den Patenschaften begonnen. Zu Beginn sehr gering. Wir waren alle Studenten. Das Mindeste, was zu zahlen war, waren 15 Euro im Monat. Das konnten sich dann auch doch einige leisten. Einzug der ersten Kinder, es ist wirklich passiert. Im Juli 2013 sind die ersten Kinder bei uns eingezogen, nachdem das erste Haus fertiggestellt war. Und Baubeginn des zweiten Hauses. Denn Jolly hat mit seiner Frau, sie haben dieses Haus dort betreut und die Kinder, zu Beginn noch in den Schlafsälen der Kinder mit übernachtet. Natürlich für diese Familie, die selbst zwei Kinder hatte, zu dem Zeitpunkt ein nicht tragbarer Zustand. Also haben wir ein zweites Haus gebaut, in das Jolly mit seiner Familie zog, direkt nebenan. Und oben drüber war auch Platz für Volunteers und auch die Eltern der Kinder, wenn sie denn zu Besuch kamen. Und seit diesem Zeitpunkt haben wir auch ein sehr gut funktionierendes Volunteer-Programm. Das heißt, die Volunteers sind mindestens zwei Monate vor Ort und unterstützen Jolly und seine Frau in allen Belangen und Tätigkeiten, vor allem Englischunterricht abends der Kinder. Ein großer Sprung, zwei Jahre, wegen der kurzen Zeit. Dieser Mann, den Sie dort oben sehen, in klein, hat eine Dokumentation gedreht über uns. Er macht das beruflich, deswegen ist die Dokumentation sehr sehenswert, mittlerweile auch kostenlos. Sie können gerne auf mich zukommen, falls Sie da Interesse haben. Der Film wurde ein Jahr später in den Kinos Süddeutschlands gezeigt, tourte dann für ein Jahr durch die Welt auf Filmfestivals und hat sogar in Kanada, Neuseeland und Finnland drei Preise bekommen. Also der Film und er, nicht wir, wir waren nur die Statisten im Film. Baubeginn des Lernhauses, des dritten Hauses. Das war dieses Jahr, zu Beginn dieses Jahres. Denn wir möchten die Ursprungsvilla komplett umbauen zu nur Schlafsälen, sodass wir noch mehr Kinder aufnehmen können. Und im Lernhaus sollen sie dann abends unterrichtet werden. Im Lernhaus sollen außerdem auch die Kinder des restlichen Dorfes, die nicht bei uns wohnen, auch Englischunterricht bekommen, während unsere Kinder einen anderen Tagesablauf haben. Den werden sie später noch kennenlernen. Und zu guter Letzt,
Der letzte Besuch der Villa Vanavani im August 2018 von mir und meiner Freundin. Heute vor knapp 5 Stunden ist Michaela Gut mit ihrem Freund auch auf Nias gelandet. Wir versuchen, dass wir jedes Jahr einen vom Verein nach Nias bekommen, um zu gucken, wie dort der Fortschritt ist, wie alles steht, und wechseln dort natürlich ab. Das Leben in der Villa Vanavani. Es ist ein ganz anderes Leben, als wir, vor allem unsere Kinder, hier in Alltag führen. Deswegen möchte ich ihn Ihnen vorstellen. Die Kinder stehen zwischen 5 und 6 Uhr auf. Es gibt ein Morgengebet, es wird gefrühstückt und dann für die Schule gerichtet. Das Morgengebet steht deswegen drin, denn Indonesien ist zwar der größte Muslimstaat der Welt, aber Nias, diese kleine Insel, ist komplett katholisch. Von 7 bis 12 Uhr ist der Schulbesuch der Kinder. Wir bringen sie morgens in die Schule und versuchen sie auch mittags abzuholen, denn der Weg ist zwar für Nias gut erreichbar, es sind zu Fuß nur knapp 1 Stunde. Trotzdem, wenn wir die Möglichkeit haben, bringen wir die Kinder und holen sie dann auch mittags ab. Von 12 bis 13 Uhr ist Mittagessen und Spülen. Und Spülen steht deswegen drin, es ist dort tatsächlich alles etwas anders als bei uns. Spülen findet hinten am Brunnen statt und ist doch auch eine Spur abenteuerlicher, als wir das so kennen mit Spülmaschine und Knöpfchen. Von 13 bis 15 Uhr, die wärmste Zeit auf Nias, ist Ruhezeit. Das heißt, die Kinder sollen wirklich zur Ruhe kommen, sich hinlegen, in ihre Betten gehen und die Augen schließen. Denn danach kommt, anders als wir es von uns gewohnt sind, für 3 Stunden Gartenarbeit, Tiere versorgen, auf die Reisfelder gehen, auf die Kokosplantagen gehen. All das ist Teil dessen, was die aus Jollys Sicht und aus Jollys Wunsch raus die Kinder zu leisten haben, um bei uns zu wohnen. Sie leben umsonst dort. Diese Gelder kommen ja von uns aus Deutschland. Sie erhalten umsonst die Bildung in der Schule und auch das ganze Essen dort, die ganze Lebensgemeinschaft. Aber ihr Beitrag ist es, uns zu unterstützen, Jolly und seine Familie dort sein Schärflein beizutragen, um dieses Wohnen zu rechtfertigen dort. Von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr ist dann Abendessen der Kinder, 20 Uhr bis 21 Uhr Englischunterricht, den Jollys Bruder gibt oder die Volunteers, wenn denn gerade zu der Zeit welche vor Ort sind. Von 21 bis 22 Uhr ein gemeinsames Abendgebet und Schlafenszeit. Wenn ich vor Ort war, ich habe meist das Gebet schon verpasst, weil ich zuvor total fertig war. Es ist ein anderer Alltag, als wir ihn kennen, und vor allem auch andere Temperaturen, als wir sie kennen. Jetzt haben Sie viel gehört über den Verein in Deutschland, über uns, warum wir das tun und wie das gestartet hat. Ich möchte Ihnen nun auch den Yayasan Villa Kunterbund auf Nias vorstellen. Sie haben Cholidachi davor schon gesehen mit kurzen Haaren. Mittlerweile sieht er so aus, zumindest vor einem Jahr. Yayasan, ich erkläre das Wort, es ist das Pendant zu einem gemeinnützigen Verein in Deutschland oder zu einer NGO, zu einer Non-Governmental Organization. Auf Indonesisch heißt das Yayasan, deswegen steht dort Yayasan Villa Kunterbund. Cholidachi ist der Papa, der Organisator, eben dieser Mann, der diesen Traum und diesen Wunsch damals Felix und Tini geäußert hat, weswegen ich hier heute oben stehe und zu Ihnen sprechen darf. Er ist der Initiator dieses ganzen Projekts. Seine Frau Cholidachi, die uns in allen Bereichen tatkräftig unterstützt. Mittlerweile arbeitet auch Julies Schwester Bibi Jeremiah bei uns und unterstützt Jolly und Julie in allen Belangen. Und auch Jollys Bruder ist bei uns angestellt, Anton Dachi, ist der Englischlehrer und betreut die Kinder abends bei den Hausaufgaben, ist auch der Surflehrer der Volunteers, also jeder, der bei uns die 2 Monate verbringt, steht ziemlich sicher dann einfach so im Brett. Er war selbst früher Profisurfer, sich dann diesem Ganzen ausgeklingt und arbeitet mittlerweile bei uns im Verein. Auch bei uns leben Jollys und Julies Kinder, Johan, Regina und Angela. Und als nächstes kommen die Bilder der Kinder. Ich könnte zu jedem, wie Sie sich vorstellen können, wahnsinnig viel erzählen, weil ich die Kinder gut kenne, aber ich möchte Ihnen einfach nur die Bilder zeigen und wirken lassen. Das nächste Bild, das kommt, zeigt das erste Kind, das bei uns damals eingezogen ist, 2013, Mani in Ruru. Sie war, als wir alle gemeinsam 2016 wegen der Dokumentation wieder auf Nias waren, gerade fertig mit der Highschool.
Also sagte uns Jolly, sie wird nun zurückkehren zu ihrer Familie, um ihre Familie wieder zu unterstützen auf den Feldern. Also genau das, was wir eigentlich versuchten zu durchbrechen. Die finanzielle Lage in diesem Zeitpunkt 2016 war so gut, dass wir gesagt haben, wir können und wir wollen Mani weiter den Weg zur Bildung ermöglichen. Also haben wir seit 3 Jahren voller Stolz die erste Studentin der Villa Vanavani, die wirklich den Weg 2013 mit uns begonnen hat. Sie studiert seit 3 Jahren Englisch auf Lehramt in Medan, der Hauptstadt Sumatras, und wird so unser und auch Jollys Wunsch nach Beendigung des Studiums wieder nach Nias zurückkehren und neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin auch uns in der Villa weiterhin unterstützen. Ein Bild des letzten Besuches vor 1 Jahr. Uns wird dieses Projekt nie mehr loslassen und wir werden auch dieses Projekt nie mehr loslassen. Das war an Weihnachten 2013, als es mich zum ersten Mal hart getroffen hat. Da war ich bei meinen Eltern und habe zuvor mit Michi und Tine telefoniert, weil in dem Jahr die ersten Kinder eingezogen sind. Und habe da zum ersten Mal gespürt und festgestellt, was für eine riesige Verantwortung wir uns da auf die Schultern geladen hatten. Und das hat mir ganz schön Angst gemacht in dem Moment. Und nach ein paar Minuten wurde aus der Angst dann ein wahnsinniger Stolz und ein großer Mut, dass wenn wir 5 Studenten, die wir doch wirklich so naiv damals und so glücklich und unbesonnen durch die Welt gehüpft sind, es geschafft haben, sowas auf die Beine zu stellen, war ich in dem Moment ganz sicher, dass es da auch noch mehr Menschen gibt, die mit vielen kleinen Schritten in vielen kleinen Orten unsere Welt zu einem noch schöneren Platz machen können. Dankeschön. Applaus